Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Vor ungefähr 5 Monaten war ich schon mal am See und habe ein Video mit der Eisenbahn gemacht. Das war die Eisenbahn, die um den See fährt. Und heute habe ich mich entschieden, den See nochmal zu besuchen. Und ich möchte euch gerne ein bisschen mehr über den Auensee in Leipzig erzählen. Kommt mit und lernt Deutsch. Die Parkeisenbahn Auensee wurde 1951 gegründet. Das Verb gründen bedeutet, dass man zum Beispiel ein Geschäft oder ein Unternehmen neu eröffnet. Bis 1990 hieß die Parkeisenbahn noch Pioniereisenbahn. Auf 1,9 Kilometern umrundet sie den Auensee in Leipzig. Umrunden bedeutet, dass man um etwas geht oder um etwas fährt. Seit 1951 hat die Bahn fast 5 Millionen Passagiere befördert. Befördert bedeutet hier transportieren. Die Dampflokomotive fährt mit Kohle und ist fast 100 Jahre alt. In diesem Jahr wurde die Lokomotive erneuert. Sie sieht wunderschön aus. Das hier ist die Kohle. Meistens ist das Wort nur im Singular. Die Kohle kommt in den Ofen und dann kann die Fahrt losgehen. Hier seht ihr den Dampf. Dampf bedeutet, dass das Wasser sehr, sehr heiß wird. Dann ist es nicht mehr wie normales Wasser. Wenn man auf Deutsch jemandem Dampf macht, dann bedeutet das, dass man jemandem sagt, er soll sich beeilen. Die Parkeisenbahn hat 4 Bahnhöfe oder Haltepunkte. Hier fährt die Bahn in den Bahnhof. Auf der Fahrt um den See kann man wunderbar entspannen. Am Rand stehen die Leute und winken der Bahn zu. Entlang des Ufers kann man auch wunderbar spazieren gehen. Wenn ich am See bin, gehe ich oft ins Café und genieße die Aussicht. Vor über 100 Jahren war hier ein großer Freizeitpark. So sah es damals aus. 1932 war der Freizeitpark pleite. Das heißt, er hatte kein Geld mehr. Aber auch heute kann man auf dem See noch mit dem Boot fahren. So, das war unser Video vom Auensee. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich fand es hier auf alle Fälle wunderschön. Wenn ihr wollt, dann schaut doch auch mal auf unsere Seite bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok, auf unsere Facebook-Seite und natürlich auf die Seite deutschmitmartin.org. Dort findet ihr auch unsere Kurse. Ihr könnt nämlich direkt bei Deutsch mit Martin lernen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!